In dem Wort wird davon gesprochen, dass die Menschen, die Gott nachfolgen, ihn für ihre Stärke halten. Ich denke, dass nur, wenn man Gott für seine Stärke hält, es schafft, ihm nachzufolgen. Es ist gut zu vergleichen mit einem Bergsteiger, der sein Vertrauen in das Bergseil und seine Ausrüstung legt, an welchem er gesichert ist. Wenn das Seil von guter Qualität ist, wird der Bergsteiger die Reise mit gutem Gewissen und dem Gefühl der Sicherheit antreten. Er ist zuversichtlich, das Ziel, den Gipfel, wohlbehalten zu erreichen. Ist das Seil aber dünn, rissig und alt, würde der Bergsteiger kein Vertrauen in das Seil haben und den Gipfelbestieg sicher gar nicht erst antreten. Genau so ist es mit unserer Reise mit Gott. Wenn wir ihm vertrauen und ihn als unsere Stärke sehen, treten wir mit gutem Gewissen die Reise an. Wichtig sind auch Weggefährten auf unserer Reise, die uns helfen, wenn wir schwach sind und uns motivieren, weiterzugehen, wenn wir schlapp machen. Während einer Reise denken wir immer ans Ziel. Ich denke, es ist sehr wichtig, sich dieses Ziel vor Augen zu halten und sich darauf zu freuen. Denn wenn man kein Ziel hat, bräuchte man auch eigentlich gar keine Reise anzutreten. Und genauso können wir uns immer vorstellen und uns darauf freuen, ewig bei Gott zu sein. Wofür es sich auch lohnt, so manche Schwierigkeit auf der Reise auf sich zu nehmen. Schon oft haben wir von der bedingungslosen Liebe gehört. Doch wie steht es eigentlich um unser ebenso bedingungsloses Vertrauen? Wir alle haben hier im Irdischen verschiedene Herzenswünsche und Ziele für unser Leben. Manche Bitten, die wir vor den lieben Gott bringen, erfüllen sich recht schnell. Doch gerade bei großen Wünschen, manchmal auch Nöten und Sorgen, erleben wir, dass es etwas länger dauert, bis sich das Gewünschte so auch in unserem Leben zeigt. Manchmal scheint die Situation sich sogar noch zu verschlimmern oder wir uns immer weiter von unserem Wunsch zu entfernen. Der Schlüssel ist es, auch in diesen Zeiten weiter darauf zu vertrauen, dass sich alles fügt und für dich arbeitet. Der liebe Gott bereitet die Wege und wird all seine himmlischen Kräfte dafür einsetzen, damit dein Wunsch sich erfüllen kann. Und dafür wünscht er sich im Gegenzug einzig und allein, dass wir ihm blind und vollends vertrauen, dass alles in unserem Leben stets zu unserem Besten geschieht. Denn er kennt bereits unsere ganz persönliche Geschichte und sieht weit mehr, als wir mit unserem weltlichen, begrenzten Blick imstande sind vorauszusehen. Der Lohn für unser Vertrauen und die Ausdauer wird oft sogar noch sehr viel schöner sein, als wir es uns bereits vorgestellt haben. Denn Gott ist immer für uns. Eine Reise ist eigentlich etwas Schönes. Die Freude beginnt schon bei der Planung und bis die Reise beginnt, wird allerhand vorbereitet. Wer begleitet uns? Was müssen wir einpacken? Wie kommen wir an unser Ziel? Und wie soll es dort werden? Deshalb ist die Enttäuschung umso größer, wenn diese Reise abgesagt wird. Zu Beginn der aktuellen Krise war dies bei vielen Menschen der Fall, erst recht, wenn die Reise ins Ausland gehen sollte. Und dann hieß es, was machen wir nun? Viele der Betroffenen haben umgedacht. Sie haben sich Ziele im Inland gesucht, um dennoch einen schönen Urlaub, eine schöne Reise erleben zu dürfen und das Ziel einer glücklichen Erinnerung zu erreichen. Ähnlich verhält es sich im Glauben. Wir haben ein Ziel, welches wir mit der Pilgerreise erreichen wollen. Das Reich Gottes in Jesus Christus. Hierfür brauchen wir auch Vorbereitung. Das Starterpaket erhalten wir im Gottesdienst durch die Sakramente, das Abendmahl und das Wort, welches uns von den Ämtern mitgeteilt wird. Wir machen uns damit auf die Reise, die im Prinzip unser Leben widerspiegelt. Und diese Reise bestimmt, ob wir unser geplantes Ziel erreichen oder nicht. Dabei kommt es ganz darauf an, wie wir unsere Reise gestalten. Wir achten darauf, was und wen wir mitnehmen. Wir wissen, dass diese Reise keine gerade Strecke ist und versuchen uns auf die unterschiedlichen Bedingungen des Umfelds einzustellen. Wir werden stolpern und fallen während unserer Reise.
Einige unserer menschlichen Begleiter werden uns ab und an aufhelfen, aber wir wissen, dass es auch Momente auf dieser Reise geben wird, wo uns keiner dieser Menschen zur Seite steht. Deswegen ist es wichtig, uns immer wieder bewusst zu werden, dass wir mindestens einen Begleiter haben, der uns niemals loslassen wird, wenn wir wieder zu nah an den Rand der Klippe gekommen sind. Unser lieber Vater.